Wette war halt, wer den 50. fängt, muss bei den Temperaturen abends in den Pool. Und der war nicht wirklich warm. Wir waren ja da und haben dann halt unten erstmal gefischt, weil die Boote da ja sowieso schon waren, war halt einfacher insgesamt. Und sind dann abends raus nochmal, sind tagsüber da raus und so. Und es gab da immer nur so Bissfenster, muss man ja sagen. Oben lief das ja ganz anders. Die kannst du nicht immer Fenster nennen, kleine Bissfensterchen. Ja, das waren genau kleine Mini-Bissfensterchen. Ja. Und so immer Viertelstunde, 20 Minuten, wenn es hoch war, genau. Aber da brutal. Und dann lief es einfach richtig krank. Pedri! Yeah. Nach 3 Tagen entschneidert. Und 50er Zander. Schön, Pedri. Hat sich das früher auf den gelohnt. Arius. Wir haben das mit Absicht für euch so aufbereitet, dass dieses Angeln, eigentlich was wir zuerst machen, für euch jetzt am Schluss kommt, weil was da abgelaufen ist, das war so unfassbar krank. Also erstmal war es total deprimierend, weil wir geworfen haben, geworfen haben, geworfen haben. Tagsüber da haben alle geschneidert, wir haben nur mit den Booten gekämpft, mit den Wellen gekämpft, Köder abgerissen ohne Ende. Und den ganzen Tag, ne? Den ganzen Tag. Und den ganzen Tag waren wir auf dem Boot da unterwegs und dann haben wir nur einmal eine Mittagspause gemacht und dann nochmal wieder raus. So Tom, ich glaube, du bist der letzte Schneider hier. Aber ich habe mich heute Morgen zum Beispiel geschneidert. Mittlerweile laufen wir auch am Tag. Dein Tipp für die hässlichen Köder bzw. hässlichen Jigköpfe. Funktioniert. Es gab auch eine Situation, da hat Michael neben mir geworfen, Biss. Bis zum Anschlag. Der war genau in dem Bissfenster. Geworfen, Biss. Mhm. Geworfen, Biss. Der nächste. Und ich habe geworfen, Hänger. Was ist denn bloß los heute, ey? Ich habe wieder geworfen, Hänger. Alles ab. Nochmal geknotet, geworfen, Hänger. Jetzt hab ich genau an der Stelle, wo du Fische fängst, Hänger. Und ich bin völlig von Sinnen gewesen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und währenddessen ich geknotet habe, hat er den nächsten Fisch dran gehabt. Den nächsten Fisch, den nächsten Fisch. Alles auch nur eine Viertelstunde, ne? Genau. Schönes Ding, Mann. Oh yes. Hey. Damit kann man sich entschneidern. Ja, Mann. Yes. Jawohl. Boah, hat er den weggenagelt. Alter, und wie er den weggenagelt hat. Erster Wurf mit der Strömung. Was hat er? 66, 67? Ja, schönes Ding, Mann. Schöner Zetti und komplett weggenagelt. Bis zum Anschlag. 60 Gramm. Wir stehen hier in der Strömung. Man muss auch mal ein bisschen mehr fischen, um runterzukommen. Aber hat funktioniert. Sieht komisch aus, aber fängt. Go, 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 geil. Yes. Geil. Mega. Richtig quer hast du mehr, glaube ich. Alter. Warte, wie gut, ey. So sehen sie aus, die Kleinen. Ja, kugelrund, würde ich mal sagen. Der hat einen prallen Bauch. Und auch der hatte Hunger auf 60 Gramm. Ja. Ich erinnere mich noch gut. Chris und ich waren trotzdem noch motiviert. Wir sind noch mal raus, weil wir wussten, gleich dämmert's. Und mich pisst es immer noch an, dass ich nicht mitgefahren bin. Das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich, weil Junge, ja, mich das aufgeregt. Viertelstunde Beißfenster, Viertelstunde Fischfang. 4 Stück konnte ich rausholen und ja. Der eine. Das ist was Größeres, Jungs. War ein Knaller. Da kommt er. Mhm. Oh. Digga, wo? Oh. Was ein Koffer, der Mann. Der hat ihn genagelt, der hat ihn weggenagelt. Alter. Was ein Alter. Fisch, Mann. Alter, wie fett ist der denn, Digga? Das ist ja böse, ey. Der hatte wie viel Zentimeter? 91 Zentimeter und das ist für diese Ortschaft schon wirklich groß. Da werden selten 90 cm Zander gefangen. Die wahrscheinlich.
wahrscheinlich vorher von den ganzen Welsen gefressen werden. Oh, das ist eine Maschine. Alter. Das ist eine Maschine. Alter! Ey, Wahnsinn! Yes! Wahnsinn, Digga! Wahnsinn! Das ist eine Maschine! Ha, das ist mein fucking PW! Was ist das denn? Das ist ja nicht normal! Ganzen Tag geschneidert und jetzt 4 Zettis innerhalb von einer Viertelstunde. Jawohl, und was für ein. Und was für ein. Oh, und wie spitz sitzt er? Wie spitz sitzt er? Oh, wie crazy. Guck dir das an. Da sitzt er. Warte, so, okay, und jetzt? Der hat nur 90. 91. Ja, aber 91. Trotzdem, dann ist es kein PB, aber es ist eine Maschine. Aber, ist aber auch gegen die Strömung. Warte. Vielleicht nicht jetzt was anderes. Geil. Boah, ey. Boah. Fuck, man, fuck. Ja. Und dann auf einmal und boom, hat es bei mir geknallt. Und ich hatte diesen Hänger, weil ich dachte, ey, scheiße, schon wieder Hänger. Ich war ja schon fast depressiv. So viele Hänger hatte ich da unten. Alter, guck mal die Route an, Digga. Wie die gebogen ist, Mann. Da. Oh, schöner. Der ist kein schlechter. Der ist auf jeden Fall ordentlich. Das ist ein Köderfisch für den Wels, geil! Ja! Okay, ist auf jeden Fall jetzt kein Riese, wir werden den schnell mal messen. Kommt mal mit, wir gehen den eben mal schnell vermessen. Jo, an 61. Da. Jawollo! Wir können doch nicht, einen 61er Zander tatsächlich als Baitfisch machen. Aber die meinten das wirklich ernst, glaube ich. Alter Verwalter. Ich fürchte auch, Alter. Digga, einmal Fischschlosse. Das muss High Five geben. Und dann hatte ich einen Hänger und der schwamm auf einmal weg. Digga, Chris haut so in den Hänger rein und auf einmal der Hänger so. Und der schwamm nicht langsam, sondern der schwamm echt schnell. Und, mir, und die Bremse war ja zu, so auf Zandermäßig halt. Ne? So Anschlagsetzen-Möglichkeiten und dies, das. Und auf einmal zog der halt und ich merkte halt, okay, wenn die Rute sich jetzt an die Linie der Leine anstreckt, dann ist sofort durch die Schnur, das kenne ich ja schon, das Spielchen. Könnt ihr hier nochmal kurz sehen, als ich mein Boot gekauft habe, dass genau das nämlich passiert. Und dann habe ich irgendwie, geistesgegenwärtig, ich weiß ehrlich gesagt, habe ich noch nie gemacht, beim Ziehen, den Bügel aufgemacht, weil ich habe versucht, die Bremse zu lösen. Aber der hat so schnell gezogen, dass das nicht ging. Und wenn der Bügel auf ist, geht die Schnur ja trotzdem in Kreisen da runter. Und man kann immer nur dazwischen greifen eigentlich schnell. Zit, 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 wieder zu, ausprobieren, hat noch nicht gepasst, wieder nochmal. Und dann auf einmal war sie richtig eingestellt. Nach viermal. Naja, und dann hat die Bremse einfach nur noch gemacht. Die Rute war kam nicht hinterher. Knüppelkrumm und wieder so ein Monster-Wels, ey. Ahnt ihn mal, was er jetzt macht. Der hat gerade keinen Bock mehr. Der will nicht mehr hier sein. Wie gemacht, der aber auch schwimmt, ne? Trotzdem, ne? Ja. Der gibt gar nicht Gas. Nein, der so, einfach kontinuierlich, der zieht und die Bremse ist relativ dicht. Ich hab's ein bisschen aufgemacht. Und dann habe ich irgendwann dir doch die Rute in die Hand gegeben und gesagt, ey, ich muss mit dem Boot jetzt da hinterherfahren. Und wir hatten einen E-Motor draußen und ich konnte nicht die Rute halten und konzentriert den E-Motor bewegen, ohne in die Schnur möglicherweise reinzufahren. Und dann hat der Ehrenmann hier kurz mal die Route genommen ganz und hat gesagt, also den Weltraumfunk. Oha. Oha, du machst ja gar nichts. Nein, Mann. Digga, du machst nichts. So, warte, ich muss uns jetzt wieder ankern. Der macht, was der will. Hat der uns jetzt geankert? Oh, ja, der ankert uns. Okay, warte. Let's do it. Okay, und los. Und als wir dann hinterhergefahren sind, haben wir da auch relativ viel Schnur wieder gut gemacht. Ja. Aber nur, weil er einfach mal kurz eine Pause gemacht hat. Er hat sich irgendwo hingelegt und gesagt, so, meine Güte, ist das anstrengend hier. Hat er nur eine Pause gemacht. Also das war zu hart. Und als wir über ihm standen, dann habe ich gedacht, so, jetzt können wir mal gucken, wie groß er ist. Und dann holen wir ihn mal hoch, haben wir zweimal angepumpt und ist die Schnur aus dem Vertikalen ins Horizontale wieder verschwunden. Ab und bald, Alter. Und ein Geräusch dabei gemacht. Boah, Alter. Willst du da hinterherfahren? Irre. Ja, dann 60 Gramm Rudel bei so einem Wels da am Epro. Hatten ungefähr nicht viel zu sagen, hatten nichts zu melden. Nein, wir hatten gar nichts. Nee, das war. Wenn es weniger als nichts ginge, wäre das unsere Einheit. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja, Mann. Boah. Ich muss ihm hinterher, geht Strom aufhören. Ja, der schwimmt immer weiter, Alter. Nein, ab! Au! Ins Hindernis rein? Nein, der hat einfach nochmal Gas gegeben. Der war weg.
Dann, Alter, ey, oh. Guck mal, es hat alles rausgerissen, komplett. Guck mal hier, das ist jetzt noch nass, aber es ist zerfleddert. Das hat er einfach halt gekillt. Die Schnur ist, hat ihn nicht ausgehalten. Das muss ein mörderdicker Junge gewesen sein, wirklich. Den hat sich ja mit der Rute, guck mal, Leute, ganz ehrlich, ihr schaut mal. Das ist von Bullseye, eine Jigwhip, von den neuen, Jigwhip 2.0, 2,35 bis 60 Gramm. Das ist ein richtig harter Stock, der kann auch was ab und das ist mega gutes Material. Der Blank ist dieser extrem unter größter Last gepresste Blank. Der hält das normalerweise gut aus. Aber die Schnur, selbst die Rolle hat mitgespielt, aber die Schnur, die hat es diesmal echt nicht geschafft. Aber egal. Ach Gott. Alter, meine Weine. Und wir haben das dann hinterher auch dem Ludwig und seinem Arbeitskollegen erzählt und die haben definitiv gesagt, das ist kein Fisch, der so um die 1,60, 1,80 wäre. Bei denen würde man mit so einer Rute und der Schnur, die da drauf ist, ist eine schöne Stroftschnur, ich mag die halt sehr, diese GTE heißt die, glaube ich, oder so. Auf einer die Bullseye. Hält, und, nee, ja, auf einer Bullseye Jigwhip, die 2 in 2,35 als Bootsrutenvariante. Bis 60 Gramm. Bis 60 Gramm. Ja, schon, die kann was auch. Die kann auch so einen Tanner mal eben hochpulen, aber dann beim Wels hört es auf. Naja, vor allem bei einem Wels, der dann laut Aussage der Campbetreiber und deren Erfahrungen so um die 2 Meter und plus wohl irgendwie gehabt haben muss. Weil ja, sonst macht der sowas nicht mit so einer Route und so einer nee, Kombination und dann auch sogar noch mit Boot hinterher. Und nicht so lange, ne? Das Ganze ging wie lange? Habt ihr nochmal geguckt auf dem Video? Ja, gesehen? Ich glaube so etwas über 20 Minuten war, ja, uns kam das natürlich viel länger vor, weil wir ja in Adrenalin schwammen, ja, also 20 unser, Minuten, ey. Mein Herz war hier hinten an der Ferse irgendwo und meine Beine haben so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, die können einzeln epileptische Anfälle bekommen. Das, da gehe ich mit. War wirklich schräg. Also, aber hat irre viel Spaß gemacht. Bad heißer Scheiß. Bad natürlich dieser Moment, wenn man zu Chris rüber guckt, Route anschlagsmäßig krumm und dann macht er mal so Bing. Wir glauben, dass Angeln das einzige Hobby ist, das dich wahrhaft erfüllt und deinen Tag noch besser macht. Einfachheit und Leichtigkeit ist uns enorm wichtig und deshalb ist unser Camp mit dem Bootssteg direkt am Wasser gelegen. Buche jetzt nicht einfach deinen Angelurlaub der besonderen Art und dann auch noch in Spanien. Nein, buche jetzt deine beste Erinnerung. Ebro Fishing. Einfach local. Man hat kein Handyempfang. So viele Doppeldrills, ey.